Ich bin Pharao. Ich bin Pharao und heiße euch herzlich willkommen hier zu diesem Video für meine Meinung zu Total War Pharao. Ja, ich habe jetzt den Daumen doch nach unten gemacht. Und wie ihr seht, habe ich mehr Negatives geschrieben als Positives. Ich möchte gleich beginnen. Und zwar habe ich geschrieben, ich möchte zuerst mit dem negativen Beginn, der Preis ist eindeutig zu hoch und ich würde normalerweise 25 bis 30 Euro dafür ausgeben, denn 60 Euro ist dieses Spiel nicht wert. Ja, und dabei bleibe ich auch. Es gab ja auch Gerüchte, dass das angeblich nur als DLC geplant war für Total War Troy. Ja, da gab es ja auch mal so Leaks über die ägyptischen Völker. Aber ja. Hier so komplett als eigenständiges Spiel, indem man das Saga einfach weglässt und dann 60 Euro dafür haben will, das ist doch etwas zu happig. Am Anfang ist alles unübersichtlich, das liegt meiner Meinung nach am HUD als auch an der Kampagne. Ja, an das HUD muss man sich erst gewöhnen. Es ist jetzt nicht zu unübersichtlich, aber es ist schon unübersichtlich. Man muss halt erstmal so ein bisschen suchen. Und dann habe ich noch geschrieben, ich habe zum Beispiel Sethi gespielt und es gab drei Fraktionen, die fast dieselbe Farbe hatten wie ich. Dazu muss ich erwähnen, diese drei Fraktionen, die waren auch fast alle etwas später in meiner Nähe. Und dadurch habe ich dann öfter mal irgendwie auf eine falsche Siedlung oder auf eine falsche Armee geklickt, die mir gar nicht gehört hat. Und allgemein irgendwie die Orientierung, die ist auch ein bisschen, ja. Weiß ich nicht, also ich habe sowas bei anderen Total War-Spielen bisher noch nicht erlebt. Da hatte ich gleich einen Plan, eine Orientierung, wo ich bin und so weiter. Und hier war das alles etwas schwierig. Und ich habe dann hier noch geschrieben, dass man genau auf die Symbole achten musste. Weil, wie gesagt, ich habe oft irgendwie auf die falschen Einheiten, beziehungsweise Armeen oder Siedlungen geklickt. Und ja, irgendwie ist das komisch ja von der Orientierung und so weiter. Kommen wir nun zu den Mechaniken. Diese sind meiner Meinung nach nicht gut erklärt. Ich habe nach den Livestreams etwas in der Enzyklopädie lesen müssen, um einige Sachen zu verstehen. Muss ich sonst eigentlich nie machen. Hier in Pharao musste ich es mal machen. Dann habe ich jetzt hier ein Beispiel aufgeführt. So erfährt man zum Beispiel, wie man weitere Plätze für die Gottheiten bekommt. In Klammern, nämlich durch die Forschungen. Also königliche Erlasse, Klammer zu. Aber welche genau? Die muss man erstmal suchen. Ja, also man erfährt in der Enzyklopädie, dass man durch die königlichen Erlasse weitere Plätze für die Gottheiten freischalten kann. Aber da steht nicht welche. Ja, und die muss ich dann erstmal selber raussuchen bei den königlichen Erlassen. Ja, das war alles nicht so eindeutig zu erkennen, also nicht so eindeutig erklärt auch. Da fehlte oft irgendwie ein i-Tüpfelchen. Das ist jetzt hier nur ein Beispiel. Auch die Hofmechanik, wo es ja diese ganzen Positionen gibt. Also hier der Vizekönig von, na, mir fällt da jetzt gerade der Name nicht ein, von Blabla. Und Schatzmeister und so weiter. Und diese ganzen Posten, die gibt es da ja. Aber so richtig durchblicken durch dieses System, das ist etwas schwierig. Da muss man sich wirklich dann wirklich, ich habe zweimal wirklich genauer mit befassen. Ja, und so ist es oft bei anderen Mechaniken auch. Ja, und wenn du dann in der Enzyklopädie darüber etwas lesen willst, dann bist du meistens immer noch nicht weiter, sondern du musst das erstmal selber irgendwie herausfinden. So, dann habe ich geschrieben, es droht eine große Apokalypse, die naht und die Natur wird uns alle verschlingen. Und dann daneben habe ich dann geschrieben, absoluter Bullshit. Nur Panik mache, weil ich habe in den Optionen alles auf Max gestellt. Ja, man kann ja die Kampagne anpassen, wie man möchte. Na, durch die ganzen Zusatzoptionen finde ich übrigens sehr gut. Und ich habe nicht eine einzige Siedlung durch die Natur verloren.
Ich meine, ich hatte drei wichtige Säulen der Zivilisation, ja okay, aber auch mit einem Wert von 230 sollte etwas merkbar sein. Es ist jedoch alles nur Schall und Rauch, denn es gibt zwar ein paar negative Effekte, aber diese sind immer nur da, wo sie auftauchen und eine Seuche breitet sich auch nicht aus. Erdbeben war auch nur einmal da und wie gesagt, ich hatte alles auf Max gestellt. Dazu sei noch gesagt, ja, ich habe auf normal gespielt. Okay, aber nichtsdestotrotz gibt es ja diese extra Anpassungseinstellungen für die Kampagne. Und wie gesagt, da habe ich wirklich auch alles auf Max gestellt. Und ich hatte ja nicht immer die drei Säulen der Zivilisation, von denen hier jetzt im Review die Rede ist. Ja, es gibt ja viel mehr. Und nichtsdestotrotz hatte ich nur drei. Ich war dann auf einem Wert von 230. Trotzdem, laut Anzeige, war ich auf dem tiefsten Zerstörungspunkt. Und von dem habe ich, obwohl ich alles auf Max gestellt habe, nichts gemerkt. Ich hatte einmal eine Seuche. Ich hatte ein paar Überschwemmungen am Nil. Ich hatte da... Na, Dürren waren eigentlich auch wenig da. Und Erdbeben hatte ich mal eins, das habe ich hier auch geschrieben. Also, davon, dass davon von einer Apokalypse die ganze Zeit die Rede ist, muss ich ehrlich dazu sagen, das ist alles nur Schall und Rauch. Weil wenn man eine Kampagne anfängt, dann hat man... Ja, irgendwann hat man halt... Immer mehr Säulen der Zivilisation, ja. Übrigens, eine kann man auch nur, nicht eine, aber es gibt einige, die kann man nur bekommen, wenn man da irgendwie ein bestimmtes Vermächtnis hat. Das kommt auch noch dazu. Also man kann nicht so schnell Zivilisation bekommen, also diese Säulen. Und ja, hat mich doch etwas enttäuscht. Weil, wie gesagt, ich habe nicht eine einzige Siedlung verloren oder nicht oder aufgeben müssen. Ja, es war einfach, ja, wie ich es hier geschrieben habe, wie Schall und Rausch. Ich wollte euch das Game eigentlich mit Massenschlachten zeigen, jedoch ging das nicht, weil wenn man den Unterhalt in den anpassbaren Optionen runterstellt, verbrauchen die Armeen immer noch viel Bronze und Nahrung. Das war sehr frustrierend. Ja, ich wollte, wie ich hier geschrieben habe, so... Ja, ihr kennt das ja vielleicht von Total War Warhammer 3 Radius Mod. Ja, also mit so vielen Armeen wollte ich euch das Game eigentlich zeigen. Ging jetzt aber nicht, weil der Unterhalt der Unterhalt an Gold, der war zwar reduziert. Aber Nahrung und Bronze blieben trotzdem aufrecht da. Und... Ja, so konnte ich euch leider das Game nicht so zeigen, wie ich wollte. Die Schlachten waren ganz okay, nur in einigen Fällen waren die Streitwagen langsamer als Infanterie. Ebenfalls sehr frustrierend. Ja, das hatte ich gerade heute nach dem Patch 1.1 auch gemerkt. Also ich nehme das Video hier nach der Kampagne am 5.11. auf. Und jetzt gerade so nach dem Patch ist es mit den Streitwagen... ziemlich frustrierend geworden. Die sind sehr langsam. Also, ich meine, folgende Situation. Ja, ich habe drei Streitwagen. Ich lasse sie volle Kanne zufahren auf gegnerische Schwertkämpfer. Und dann befehle ich den wieder zurück. Ja, also zurück aus der Richtung, wo sie gekommen sind. Also in die entgegengesetzte Richtung. Und diese komische Infanterieeinheit, die kann die Streitwagen trotzdem einholen, ja? Die kriegt sie. Die kriegt sie und nimmt sie auseinander. Und auf einmal hatte ich dann anstatt vier Streitwagen-Einheiten, hatte ich dann nur noch zwei, weil die mich einfach eingeholt haben. Ne? Und der Wash, der war zwar kraftvoll, das sah auch imposant aus, aber danach blieben die dann stecken. Und wie gesagt, sie waren dann danach so langsam, dass die gegnerische Infanterie mich eingeholt hat. Und das, obwohl die laut Statistik langsamer war als die Streitwagen. Die waren so 20 bis 40 mal langsamer als meine Streitwagen.
Und das fand ich ging überhaupt nicht klar. So, wo war ich denn stehen geblieben? Ach ja, genau. Die Schlachten waren ganz okay. Nur in einigen Fällen waren... Achso, ja. Das mit der Streitwagen habe ich euch eben erzählt. In meiner Kampagne bin ich Pharao geworden, aber es fühlte sich wie ein Schluss an. Jetzt wäre eigentlich ein Zeitpunkt, wo die Kampagne richtig losgehen sollte. Aber durch die Kampagnenkarte ist man ja eingeschränkt. Ja, ich bin Pharao geworden. Ich hatte sie... Cutscene dazu bekommen. Danach eine Runde danach habe ich dann noch eine Cutscene bekommen, dass die Seevölker es aufgegeben haben. Es wurden mir auch keine weiteren Invasionen mehr angezeigt. Also das war dann danach auch vom Tisch. Oben bei den Säulen der Zivilisation bin ich ganz unten auf dem tiefsten Punkt geblieben. Aber wie gesagt, da ist ja nichts passiert. Ich muss jetzt nicht irgendwie eine Siedlung aufgeben oder so. Also ja, wie gesagt, alles nur Schall und drauf. Und dann habe ich jetzt noch als letztes hingeschrieben. Und als letztes muss ich kritisieren, dass es zwar keine Helden gibt, aber man hätte doch wenigstens Agenten drin lassen können. Gab es doch in jedem Total War. Ja, das hat ja sogar Total War Rom einst. Und das gab es hier nicht. Das fand ich auch sehr merkwürdig. Sollen die mit dem DLC dazukommen oder was? Ja, das Ding ist halt, dadurch, dass man ohne Agenten spielt, ist man dann auch in der Sicht eingeschränkt. Ja. Ich habe eben halt den Spielstil auf Map Control und Angriff. So, Map Control geht aber nicht ohne Agenten, weil ich ohne Agenten nicht die feindlichen Armeen ausspähen kann. Wodurch ich dann auch wiederum in der Diplomatie eingeschränkter bin. Ach, kommen wir nun zum Guten. Also ihr merkt schon, ich bin etwas emotional, wenn mich das hier mitnimmt. Und was ich jetzt mal zwischenschieben möchte, ist, ich hatte mehr Spaß mit Shadow of Change als mit diesem Spiel hier. Ja, und das kostet 25 und selbst da die 25 Euro, die waren da auch zu viel, aber ich habe lieber für Shadows of Change 25 Euro bezahlt. Als für dieses Total War Pharao 60 Euro. Gut, ich meine, gut, 60 Euro habe ich für Pharao auch nicht bezahlt. Ja, das waren 44 durch einen Online-Shop. Aber nichtsdestotrotz habe ich für Pharao mehr bezahlt als für Shadow of Change. Und mit Shadow of Change hatte ich deutlich mehr Spaß. Gut, kommen wir nun zum Positiven. Anpassbare Optionen für die Kampagne sind okay und sollte jedes Total War bekommen. Die Seevölker und andere Plünderer greifen nicht nur den Spieler an. Ja, das hatte ich auch hier bei einigen YouTubern gehört, dass die angeblich nur den Spieler angreifen. Stimmt nicht. Dann das mit den Streitwagen, das habe ich ja eben schon erklärt, dass sie zu langsam waren und dass sie mal stecken geblieben sind. Mechaniken sollten besser erklärt werden, gerade wenn man Ägypten spielt, hat man eine Menge. Also, dass man die ganze Mechanik hat, das ist ja gut. Und mit einigen muss man sich wirklich befassen. Skills und Anpassbares. Also nochmal kurz. Und mit einigen muss man sich wirklich befassen. Aber wenn man diese Kampagnenmechaniken dann auch versteht und innehat, dann macht das dann doch ziemlich viel Spaß. Ja, aber okay. Dann Skills und Anpassbares Zeug für die Kommandanten sind sehr gut. Grafik und Performance waren ebenfalls sehr gut. Also ich hatte jetzt hier irgendwie keine großen Lecks oder so. Das lief alles flüssig. Außer bei einer Schlacht mal, da war eine, ja, das war eine ziemlich große Schlacht. Aber ihr wisst ja bei Total War, wie das ist. Umso größer die Schlacht, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es leckt. Der Bürgerkrieg hat bei mir die Stimmung gehoben und war eine schöne Herausforderung. Kann ich nur so unterstreichen. War sehr schön. Und der geht auch... Na, wie lange ging der? 13 Runden ging der, glaube ich. Ich habe auf normal gespielt und der Schwierigkeitsgrad war nicht zu schwer und auch nicht zu leicht. Ja, ich muss dazu sagen, nochmal zur Mechanik eben. Ich bin nur ganz knapp Pharao auch geworden. Ja, also die KI, die hat sich da dann auch schon etwas angestrengt. Muss ich dazu sagen, weil es geht ja darum, wer die meiste Legitimation hat.
Das war wirklich sehr knapp. So, dann weiter. Er war so, wie er sein sollte, also der Schwierigkeitsgrad. Es hat mir Spaß gemacht, bis ich Pharao geworden bin. Punkt. Ich wusste nicht, ob ich die Kampagne schaffe, da man durch die Apokalypse und die Seevölker etwas gestresst ist. Ja, man ist am Anfang etwas gestresst durch die Seevölker und Apokalypse, Naturkatastrophen, bla bla. Aber man weiß ja am Anfang noch nicht, was wirklich passiert und was auf einem zukommt. Und dann sonstiges. Belagerungsschlachten sind etwas öde in den Nebensiedlungen, aber realistisch gehalten. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist, wenn man Pharao wird, dann hören auch die Seevölker auf. Also da hatte ich dann ja auch so eine Cutscene. Es kommen keine neuen mehr. Ne? Das war's. Es kommen keine Seevölker mehr. Und wenn du Pharao bist, dann hast du durchaus auch einige Säulen der Zivilisation. Das heißt, du bist quasi vor den Naturkatastrophen geschützt. Du hast auch keinen Krieg mehr dann mit anderen ägyptischen Völkern. Und wie gesagt, jetzt müsste die Kampagne eigentlich richtig losgehen. Jetzt muss das erobert werden und das und das und das und das. Und bist aber eingeschränkt, ne? Durch die Kampagnenkarte. Und das ist absoluter Mist. Ja, damit wären wir am Ende. Ich hoffe, euch hat meine Meinung gefallen. Ich konnte sie nicht eher schreiben. Ich wollte sie eher schreiben, aber ich war, wie soll ich sagen, es hat mich dann doch ziemlich gefesselt am Anfang, aber jetzt, wo ich dann Pharao geworden bin, da ist alles komplett gesunken. Ich hoffe, hinterlasst mir ein Abo und ein Like. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.